Hallo und herzlich willkommen zur 35. und auch leider erstmal letzten Folge von Titanfall 2. Zwar, wie versprochen, heute eine Runde Grenzlandverteidigung. Natürlich auch einfach, aber ich wollte es mal wieder spielen, weil es echt ein geiler Modus ist. Ich meine eigentlich auch. Also meinen realen Job. So, mal gucken, wo die ersten Gegner kommen. Welle 1. Eindämmung. Und auch schon zwei Atom-Titans. Und es ist die vorerst letzte Folge, denn wenn die Folge rauskommt, also am 23. heute ist der, also eine Woche vorher, am Samstag, also der 15. glaube ich, machen den Atom-Titan. Denn bald erscheint ja schon Forza Horizon 4. Und ja, dann werde ich halt Horizon 4 spielen und nicht mehr Titanfall. Fuck, ist halt gerade geleckt. Wecke, 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 reicht, Alter. Jawohl. Nun, Ace ist aber mega low. Der Typ ist dabei gestorben, leider. Ich bleib einfach mal weiter hier hinten. Oh, ein Reaper. Hört zu, Leute. Die Schilde des Ernters werden beschädigt. Das muss aufhören. Einsatzbereit. Also los. Wenn wir noch mehr abkriegen, so. Die Schilde des Ernters aus. Geht Vorsicht, Team. Die Schilde, ja, 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 ich bin hier. Guck mal hier ein bisschen auf. Für die Runde gewinnen alles heute komplett egal. Ich will natürlich eigentlich wie immer nur meinen Spaß haben. Dann habe ich in diesem Spiel eigentlich ziemlich deutlich. Schilde des Ernters reaktiviert. Naja, erste Welle ist hier erstmal alles safe. Was ich dann noch? Okay, ich noch. Schießen die überhaupt jetzt hier, oder? Von mir halten die eher wenig, aber jetzt so angreifen... Na komm. Ist eher so negativ. Immer noch 84 Gegner, Alter. Ich bin der Einzige, der jetzt hier hinten ist. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Vielleicht müssen auch vor allem am Erd da welche sein, die den schützen. Ist natürlich aber auch nicht schlecht, wenn schon vorher die Gegner aufgehalten werden. Und es gar nicht so weit kommt. Wir sollten nur gucken, wo die Gegner spawnen. Natürlich, wenn jetzt irgendwie gerade alle Gegner irgendwie, wenn gerade 10 Teils am Erd da sind, sollte man vielleicht auch dort helfen. Nicht irgendwie am Ende der Map noch irgendwas killen. Aber es ist Welle 1, Leute, also. Hier kann quasi nicht viel schief gehen. Was machen die denn, Alter? Leute, wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Ich komme mal da hinten hin. So, ein bisschen schneller, wenn es geht. Aber man läuft perfekt. Wenn sie noch mehr abkriegen, fallen die Schilde des Ernters aus. Gebt ihm Deckung. Ich meine, das wäre es jetzt ja echt gewesen. Wenn es einfach irgendwie die Aufnahme abschmiert, dass ich jetzt gar nicht merke. Team, keine Sorge. Was mir natürlich noch nie passiert ist. So. Von wo kommen die Gegner denn? Sind die drin oder? Seine auf, Leute. Irgendwie oben. Die oh. Okay, kommt da noch mehr Kundschaft? Ah, da kommt Kundschaft. Ich liebe diese Waffe einfach. Du kannst einfach nur ballern, ballern, ballern. Das Magazin ist sowas von riesig einfach nur. Ich komme mal von hier. Ich weiß nicht, kommen die von unten? Kommen die hier aus dem Haus raus? Kommen die von da? Muss es auch sein. Aber leider ist der Ender schon ein wenig beschädigt. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Das ist eigentlich auch schon ziemlich peinlich für Welle 1. Es ist nur 1% bisher, aber trotzdem. Okay, 6 Gegner. Und noch ein Atom-Titan, okay. Meine Aufgabe, ich gehe nach hinten. Weil der darf auf keinen Fall zu uns kommen. Da kommt noch ein Reaper, glaube ich.
Okay, der Titan ist da. Kommt der auch schon nah? Okay. Okay. Jawohl. War das geschlossen? Ich meine, es war Welle 1. Das ist jetzt keine Leistung. Jetzt ist stolz sein angesagt. Bin ich auch. Nicht du, Davis. Naja, stolz also. Relativ. Gute Arbeit. Wird abgeschlossen. Ich bin nicht gestorben. Ja gut. Ist auch echt peinlich gewesen. So, was kann man denn so Schönes kaufen? MVP der Welle? Oh, nö, aber mein Gott. Das wird alles scheißegal. Ich will eigentlich, was will ich denn haben? Eine Batterie? Warum geht das noch nicht? Also, hab ich schon eine? Wahrscheinlich schon. Wollen Sie noch was kaufen? Eigentlich auch für Welle 2, ich muss noch nichts kaufen. Das ist eigentlich Quatsch. Deswegen mach mich einfach mal bereit. Ich stecke meinen Titan ein. Auch bei Welle 2 gibt es noch nicht viel zu beachten. Also eigentlich, das ist wirklich Welle 5. Weil da gibt es teilweise echt schon aufs Maul. Bis 4 ist eigentlich noch so, wenn man ein gutes Team hat, easy. Man kann auch bis zur vierten Welle, eigentlich bis zur letzten schon, den Erd auf 100% haben. Das ist locker möglich, auf einfach. Aber die letzte Welle, die haut dann richtig rein. Da müssen wir echt aufpassen. Weil da kommen auch so ultra viele Titans. Und da zählt jeder Spieler. Auch so jemand wie ich. Okay, Monarch. Sehr nice. Was ist das? Ich glaube schon. Oder bin ich gerade blind? Nee, Legion ist das. Ach, keine Ahnung. Für nächste Welle bereit machen. Welle 2. Neupositionierung. Ich habe erst Heupositionierung gelesen, dachte mir aber, Moment, das macht absolut keinen Sinn. Aufnahme läuft noch. So, ich gehe wieder nach hinten erstmal. Spawn schon Titans, okay. Eher nicht so, also gehe ich noch nicht so weit nach hinten. Wenn erstmal die Masse sich hier befindet. Okay, ja, ich gehe nach hinten, Okay, dachte er sich auch, das ist gut. Sagen, ja, zwei Leute sollen bitte hier bleiben. Alter. Meine Güte. Ich hab schon ganz schön viel geschluckt eigentlich. Schwerer Schaden erlitten. Das war noch kein schwerer Schaden. Wer gehört Team? Pilot am Boden. Alles gut, alles gut. Letzte Sache. Ich hab den Schuss. Der Pilot ist ausgeschieden. Wir haben noch einen Piloten verloren, Team. Reißt euch zusammen. So. Das war doch ganz gut, hoffentlich. Oder hoffe ich. Alter. Alter! Wir haben einige verbündete Piloten, die wieder einsatzbereit sind. Also los! Oh fuck. Die habe ich nicht gesehen. Die Dinger sind die auch, wusste ich gar nicht. Wusste ich echt nicht, ohne Spaß, ja. Weil wir ein Skilling hat fast 100 Stunden Titanfall 2 gespielt. Teamwork, Leute. Erledigt sie. Aber noch nicht so viel Grenzlandverteidigung. Ich glaube erst so, was ich, 6, 7, 8 Runden? Wer ist das nicht? Vielleicht auch 10, ach, keine Ahnung. Alle abgeschlossen und die spawnen jetzt gerade. Super. Welle 2 gut überstanden. Ich bin leider noch kurz wieder gestorben, aber ich war MVP. Okay, das wundert mich. Ich war deutlich MVP. Jetzt habe ich aber erst auch mal Geld, was Schönes zu kaufen. Batterie natürlich. Verstärkte Waffen brauche ich. Vorsicht, Team. Das ist natürlich auch geil. Und das kaufe ich mir auch mal. Und ich bin mal so nett. Na komm, hier. Bisschen Geld für euch. Ich bin bereit.
Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt in diesem Modus, bleibt die Batterie bei mir, wenn ich sterbe? Das ist ja normalerweise nicht so. Du findest die Batterie logischerweise, aber ist das in dem Modus vielleicht anders? Dass ich die extra Batterie trotzdem behalte? Ich muss halt versuchen, mein Titan zu halten, bevor ich sterbe. Das wäre sehr gut. Aufeinander läuft, das ist auch sehr, sehr gut. Und alle sind bereit. Auch sehr, sehr gut. Dafür kann man geschlossen. Okay, wir haben gerade nur zwei Titans. Einer ist auch, glaube ich, ein bisschen am Arsch. 100% Chaos. Nein, das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Wenn wir so weit kommen, Welle 5, das ist Chaos. Das ist dann auch nicht mehr wirklich lustig, Welle 5. Takedown. Ich habe nächstes gemacht. Das ist wunderbar. Ah, hallo. Durchhalten. Dein Teil ist fast fertig. Aufhalten. Oh! Oh Gott, bin ich dumm. Ich dachte, der ist schon tot. Was? Respawn? Alter, das dauert Ewigkeiten. So, deswegen. Okay, Batterie, bin ich los. Dein Titan ist jetzt einsatzbereit. Aber Titan ist wenigstens fertig. Das ist auch gut so. Denn hinten sind so ein paar schöne Titans und das Spiel leckt gerade ein wenig rum. Das ist allerdings nicht so schön. Es geht los. Bereit machen für Titanfall. So, Bitches. Okay, was macht er hier? Nicht nur rumstehen. Fuck. Gerade schon mal nicht gut. Sehr blöd. Jawohl. Ja, Moment. Ja, das ist dann wunderbar. Das wird halt nicht tot, ist aber. Nein, das ist gerade nicht gut aus. Leute, wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtig. Wir haben mehrere Piloten verloren. Pilot, jetzt bist du da unten ganz allein auf dem Feld. Keine Sorge, Verstärkung ist mehr. Ey, das ist aber gerade gemein. Unser Ernter wurde zerstört, Pilot. Wow. Das war's dann wohl. Die Runde geht an die Restflotte. Wow. Ja, so war das. Habe ich das richtig gesehen oder war ein Typ die ganze Zeit AFK, wo er einen Titan hat? Auch wenn wir nur drei Leute sind, bei Welle 3 verkacken, ist nicht gut. Okay, neu gestartet mit dir, logischerweise. Noch können wir es. Ein Titan ist bereit. Wunderbar. So, was kann ich hier noch schönes kaufen? Extra Batterie, nicht immer gern. Steckte Waffen kaufe ich mir. Der Turm rot, auf habe ich mir. Die verbergen feindliche Einheiten. Ich würde ja sagen, halte die Augen offen, aber so. Das ist ja getan. Was sind eigentlich diese Elektro-Tides? Wir sind nur noch zwei Leute, was? Was? Haben die anderen geleftet oder was? Ich kriege jetzt noch wenigstens KI dazu. Kommt die nächste Welle. Passt also auf, Jungs. Das sagte ich bereits, Davis. Doppelt hält besser. Wow. Nenn direkt Leften, Alter. Was sind das für Pussys? Muss echt mal so sagen. Ich geh trotzdem nach hinten.
Wie sollen wir das jetzt bitte zu zweit machen? Wieder 5 down. Also, der hat gut ausgeteilt. Ich brauche dringend eine Batterie. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen nach hinten. Hört zu, Leute. Die Schilde des Ernters werden beschädigt. Deswegen. Der Ernter ist gerade ungeschützt. Und das ist nicht gut. Also die sind gerne an einer Batterie. Will ich aber wohl in naher Zukunft nicht bekommen. Dass hier 8 Scheiße kommen. Bitte. Ich nehme diesen Stalk an. Oh Gott, ich bin am Arsch, Alter. Kritischer Schaden, empfehle Deckung. Schilde des Ernters stehen unten. Okay. Schirm die nach. Fuck. Dieser Tontitan hatte keine Chance. Ein Tod, Digga. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Oder muss ich wieder spawnen, muss alles allein machen. Und ja, gucken wir auf die Karte, was da so los ist. Ah ne, er ist auch gespawnt. Wir sind beide hier drin, super. Also wir können gerade absolut nichts machen. Ja. Ist jetzt auch zu zweit nicht ganz so einfach, so eine Runde. Ach der meine Güte. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Natürlich ist es möglich. Wir sind auch gerade auch auf einfach, also. Mit zwei wirklich richtig guten Leuten, die sich am besten auch noch absprechen können. In der Party oder so. Dann wäre es wirklich am besten. Und Titan ist bereit. Das ist, ich spawne wieder am Arsch der Welt. Okay. Das ist doch eigentlich alles, was wir hier haben. Das brauche ich. Das. Da, Tarnkartendrohnen. Siehst du sie, Davis? Ah, gerade so. Diese Dinger können alles Mögliche, auch Restflotteneinheiten verbergen. Und sogar Titans. Vorsicht, Team. So. Ey, nicht mehr glauben. Oh Gott. Okay, also Steuerkreuz rechts machen, dann ist der Ernter 5 Sekunden lang unverwundbar. Jetzt wird's hart. Noch eine Welle. Holen wir sie uns. 100% Chaos. Wird's auf jeden Fall wieder zum Ende. Das ist echt ein bisschen lame von den beiden, weil wir es gerade nicht geschafft haben, direkt zu verlassen. Ich meine, das Match war ja nicht vorbei. Wir konnten ja die Runde neu starten. Das ist ja alles gut bei. Was? Er lebt noch? Mein Gott, ey. Ich habe diesmal wirklich nicht viel eingesteckt. Oder einstecken müssen. Schilde des Anders sind geschwächt. Ja, ich komme. Ich komme.
Alles gut, mein Freund. Okay, hat wieder alles soweit im Griff. Oh Gott, das wird echt lustig, glaube ich. Ich würde auch sagen, ich kümmere mich jetzt am besten vorrangig um die Titans. Mann, okay. Okay, Titan, das ist nicht gut. Alter, scheiße, Mann. Ach, Mann. Oh, ich bin der Letzte, super. Oh Gott, ja, ich weiß. Der Ernte ist runter auf 75%. Ja. Kann ich jetzt auch nicht viel machen. Und, es sieht nicht gut aus für uns. Der Ernte ist nur noch bei 25%. Das war's, Piloten. Ja, der hat das nur noch bei 25%. 5 Sekunden später haben wir verloren. Ach du meine Güte, Alter. Ich hätte die meisten. Oh, ja, 3 Minuten 16. Obwohl, eigentlich ist das nicht wirklich lang. Obwohl, bei Titan, bei Grenzlandverteidigung, ha? Wenn man zu viert wäre, würde man auf jeden Fall länger leben. Das sind nur wir beide. Immerhin bin ich MVP gewesen. Oder warte, zählt das überhaupt als MVP in der Statistik? Ich kann da gleich mal gucken. Weil der wäre es auf jeden Fall cool. Gucken wir mal, was wir denn bekommen. Okay, quasi nichts. Dann mal gucken, wie es denn so weitergeht. Genau, auf jeden Fall schon mal hier eine Stufe geschafft. Zwei Stufen. WP, finde ich sehr gut. Warum es die überhaupt gibt bei dem Modus, weiß ich gar nicht. Oder heute, was immer so ist. Naja. Immerhin. Und ich bin Erster. Mit 6,5 Punkten. Ich kann mich noch an eine Runde Titanfall 2 erinnern, auch ganz an der Verteidigung. Da habe ich auch mit 4 Leuten gespielt, mit 3 davon, oder mit, eigentlich mit ich mit 3 Leuten, wir waren natürlich insgesamt 4. Mit 2 davon war ich sogar in einer Party, halt 2 Randoms. Ein Amerikaner und ein Kanadier, heißen die so. Und da war ich richtig gut, da hatte ich, glaube ich, fast 5000 Punkte gehabt. Nein, das wollte ich nicht gucken. Dagegen sind 600 Punkte, ja, nichts. Ich gucke mal. Das hat wirklich als MVP gezählt. Vorher war ich 33 Mal MVP und jetzt hat es als 34 Mal gezählt. Ach du heilige Scheiße. Also, dass ich mit sowas MVP werde, das freut mich eigentlich nicht mehr wirklich. Das, nee. Aber es ist irgendwie cool, dass ich in der letzten Folge Titanfall nochmal MVP geworden bin. Das ist wirklich eigentlich ziemlich geil. Eigentlich auch wieder ziemlich traurig. Aber so ist es, ich kann es nicht beeinflussen. Ich hatte sogar kurz überlegt, dass ich die Aufnahme einfach pausiere, die Folge lösche und nochmal neu anfange. Aber das ist eigentlich nicht ein typischer Fabian Skilling. Wenn das was, dann ist es so, ja? Das Spiel ist einfach zufällig. Die Runden, die kommen so, wie sie sind. Ich lasse auch so, wie sie sind. Mal sind es gute Runden, mal bin ich einfach nur richtig kacke. Und ich werde von jedem gefickt. Dann ist es so.
Also auch mal interessant zu sehen, wie man sich so zu zweit bei der dritten Welle schlägt. Vor allem auch am besten die Lage, wenn einer oder im besten Fall sogar beide Leute sterben und gerade respawnen. Man schön von oben gucken kann, wie man gerade am Verlieren ist und man nichts dagegen tun kann. Das ist nämlich ein ganz wunderbares Gefühl. Du guckst von oben, wie alle möglichen Titans gerade einen Ernter sowas von zerpflücken und du aber nichts dagegen machen kannst. Das ist wunderbar anzusehen. Ja, dann hoffe ich, dass euch an sich Titanfall 2 gefallen hat. Also ich finde, es ist ein wirklich großartiges Spiel. Und das sage ich als jemand, der eigentlich Shooter überhaupt nicht gerne spielt. Geschweige denn gut darin ist. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang, also eine kurze Zeit, ich habe Battlefield 4 gespielt, was ich per se auch nicht scheiße finde. Nur irgendwann, warte. Ich hatte halt keine Motivation mehr und die Karriere fand ich an sich auch okay. Und ich war zu schlecht, sie durchzuspielen. Ich glaube, bei dem dritten Level oder so, was war es mit Panzern und da war ich einfach zu blöd für. Und an sich auch Shooter so wie Call of Duty. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie mal eine Beta oder irgendwas gespielt. Keine Ahnung, von Black Ops 3. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall noch ältere Teile bei einem Kumpel auf der PS3 gespielt. Und das ist halt an sich nichts für mich. Aber so Titanfall 2, das ist da irgendwie eine Ausnahme. Ich glaube, ich würde Titanfall 2, ich hätte es mir nicht gekauft, wenn man nicht mit Titans spielen könnte. Weil als Pilot ist halt eher wie so ein, ich sag mal, normaler Shooter. Aber die Titans bringen halt ein Feature und auch eine Abwechslung ins Spiel herein oder ein essentielles Element, eher sogar gesagt, was ich einfach grandios finde. Auch die Kampagne war, soll für einen Shooter ziemlich lang gewesen sein. Die war auch in Ordnung, ich habe die, glaube ich, 10 Stunden gespielt oder 10 Stunden gebraucht, um sie durchzuspielen oder mir 10 Stunden Zeit gelassen. Ich meine, auch viele Angaben, auch von Spiele, was ich, du kannst Spiel X und so viele Stunden durchspielen, ich bin da immer drüber. Egal bei welchem Spiel. Ja, Story von The Witcher 3, 40 Stunden. Denn das ist ja wirklich nur die Story und du musst auch wirklich... Ich habe es geschafft, The Witcher 3 in 40 Stunden durchzuspielen. Allerdings habe ich so gut wie alle Zwischensequenzen übersprungen. Keine Nebenquests gemacht oder eigentlich... Vielleicht ein, zwei nur wegen Level, aber sonst ich habe nichts weiter gemacht. Oder auch, was ich, irgendwelche Assassin's Creed, ja hier... Das Spiel kannst du komplett durchkriegen in 40 Stunden. Wo ich mir auch denke, wie kann man das bitte in 40 Stunden schaffen? Ich brauche da über 100 Stunden für. Aber na gut, ich brauche immer länger... Das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Lass mir halt Zeit. Ich gucke mir Spiele, die mir natürlich, wenn sie gut sind, gucke ich mir sie genauer an. Ich mache viel in den Spielen selber. Ich will so ein bisschen halt alles entdecken, alles sehen. Und das mache ich halt bei vielen Spielen. Ja gut, bei einem Ego-Shooter ist das relativ schwierig, weil sich die Spieler meistens auf den Multiplayer konzentrieren und so eine Kampagne so als Dreingabe bieten. So, sie ist da, aber man braucht sie nicht spielen, man hat davon nicht wirklich was. Aber ich fand es doch hier wirklich sehr gut. Abwechslungsreich. Waren coole Ideen, fand ich. Hat mir Spaß gemacht. Und ich habe es halt auch geschafft, durchzuspielen. Also schon mal... Da hatte ich sogar Zweifel dran, dass ich es überhaupt schaffe. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, sogar... vergleichsweise gut in Titanfall. Natürlich bin ich bei weitem nicht so gut wie jemand, der... schon seit mehreren Jahren aktiv verschiedene Shooter spielt. Oder auch nur ein Shooter, der sowas Erfahrung hat. Ich bin ja, eigentlich würde ich sagen, war ich vor Titanfall noch ein Neuling, bin es vielleicht jetzt immer noch. Jetzt habe ich aber wenigstens ein bisschen Erfahrung. Könnte in dem Genre vielleicht auch ein bisschen mitreden oder zumindest bei Titanfall ein bisschen mitreden. Und ich finde es einfach grandios. Ich hätte es nicht so gut erwartet. Ich dachte mir, es interessiert mich so, ich probiere es mal aus. Deswegen habe ich auch für das Spiel... Ich habe dafür 20 Euro bezahlt, ich habe mir dafür nicht viel erhofft. Ich dachte mir so, komm, vielleicht habe ich damit 20 Stunden Spaß. Dann wäre ich zufrieden gewesen. Ich bin jetzt bei fast 100 Stunden. Für einen Shooter. Ich habe dieses Spiel mehr gespielt, als mein heißgeliebtes Assassin's Creed 4. Und das ist wirklich ein grandioses Spiel. Dieses ebenfalls grandios. Natürlich profitiert es davon, dass es einen Multiplayer hat. Davon profitieren alle Spieler, die einen Multiplayer haben. Wovon der Assassin's Creed 4 hat zwar auch einen, aber ich meine, das ist ja eigentlich ein Witz, das Spiel ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Wie eigentlich schon immer Assassin's Creed, das sind eigentlich Singleplayer-Spiele. In ein paar Teilen kann man auch Multiplayer spielen, das ist aber kein wirkliches Spielelement, das ist wie bei einem Ego-Shooter die Kampagne. Das ist so eine Dreingabe, aber du musst es nicht spielen, du brauchst es nicht und du willst es mehr oder weniger auch nicht. Ich habe es halt mehr gespielt.
Und der Player macht unglaublich viel Spaß. Ich bin halt manchmal nicht richtig kacke, manchmal bin ich ziemlich gut. Es ist halt immer so. Es ist wie mit Forza-Rennen. Auch ein Forza wird auch nicht immer der, der das Rennen, der da am besten fahren kann. Deswegen gewinnt auch in den Partien nicht der immer unbedingt am besten, sondern auch ist auch natürlich auch Glück oft eine große Sache. Wenn ich jetzt die MVP werde, ist es auch nicht immer so, weil ich jetzt mega gut spiele, sondern weil ich auch einfach Glück habe. Das ist aber überall so. Das ist in jedem Spiel so, also mal bin ich gut, mal nicht. Aber ich habe Spaß und das ist das Wichtigste. Ich sag's immer gerne wieder. Mir ist Spaß am wichtigsten am Spielen und am Videos machen. Ob ich in einem Spiel gut bin. Ob das Video bei euch gut ankommt. Was irgendwie beliebt ist, ob es hier geliked wird. Das ist mir eigentlich sowas von egal. Denn ich mache das, worauf ich Bock habe. Dafür wird es auch weiterhin so bleiben. Und es wird wahrscheinlich jetzt eine lange, lange Zeit kommen, wo es ausschließlich Forza Horizon 4 geben wird. Also auch die Forza Motorsport 7 Drag Races. Das letzte kommt. Kann ich mal kurz gucken. Ja, ich glaube halt mal ein bisschen mehr, aber ist es halt so. Augenblick. Ich habe mal kurz meine schlaue Tabelle geholt. Ich habe das einfach mal so aufgeschrieben, so eine Art Uploadplan für den September. Ich war so ein bisschen... Ups, warte, so soll es besser sein. Ich habe ja so ein bisschen vorproduziert, könnte man sagen. Und ja, also heute ist der 23. für euch gesehen, für mich ist heute der 15. Also es kommt morgen ein Drag Race am Montag, denn am Mittwoch und am Freitag. Und Freitag kommt ja auch offiziell Horizon 4 raus. Und ich habe es mir bei Mediamarkt vorgestellt. Eigentlich bestelle ich meine Spiele immer bei Amazon vor. Oder habe ich sonst gemacht. Und Amazon, ich weiß nicht, ob es an Amazon selber liegt oder an diesem dusseligen Lieferdienst. Wenn es heißt, ein Spiel kommt am einem bestimmten Datum raus, dann möchte man das Spiel natürlich auch am besten am selben Datum geliefert haben. Und damit wirbt ja auch eigentlich auch Amazon. Dass man das Spiel am Erscheinungstag spielen kann. Ja, das hat bis jetzt eigentlich nie geklappt. Also was Amazon gut kann, ist das Spiel einfach so liefern. Wenn ich mir jetzt L.A. Noire, habe ich mir dieses Jahr auch mal bestellt, irgendwann im Februar. Habe ich mir irgendwie am Wochenende bestellt, irgendwie Samstag oder so. Laut Plan sollte es Mittwoch ankommen, es kam irgendwie Montag an. Das konnte super. Also zwischendurch Sachen liefern, immer, das geht alles super schnell. Bestelle ich sehr gerne bei Amazon. Aber Sachen am Erscheinungstag liefern, das können sie nicht. Weder Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7, noch Assassin's Creed Origins. Mittlerweile hat es mir gereicht. Beim Mediamarkt, da gab es ziemlich viele sehr gute Kritiken. Oder Spiele schon teilweise vor Release abholbar waren. Also ich habe es halt online bestellt. Ist auch schon ein bezahltes Spiel mit PayPal. Und ich kann das Spiel in aller Voraussicht schon am 27. abholen, obwohl es erst am 28. rauskommt. Die Ultimate Edition habe ich natürlich bestellt. Für normalerweise erst ab dem 2. Oktober. Ich kann das dann aller Voraussicht, wie es zumindest jetzt online steht, am 27. bereits abholen. Was natürlich ziemlich geil wäre, weil dann schon am 28. Videos kommen würden. Oder ein Video oder zwei. Mal gucken. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Sowohl für mich, als auch natürlich für euch. Und anfangs würde es, denke ich, mal auch nur, vielleicht einen knappen Monat lang nur Let's Play-Folgen geben. Dann halt auch irgendwann dann die Drag Races natürlich, die werde ich weitermachen. Denke ich schon immer. Wenn auch in jedem Forza-Spiel, was ich auf diesem Kanal gebracht habe, gab es mit Ausnahme von Forza Horizon 1 gab es Drag Races. Also Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7 und dann jetzt dieses Jahr auf jeden Fall noch in Forza Horizon 4. Ich versuche es zu machen noch im Oktober. Das ist so mein Ziel ist so, was ich Mitte, Ende Oktober mit den Drag Races anfange. Und dann ja nehmen sie ihren Lauf, ihr macht vielleicht noch ein paar tolle Vorschläge. Dann wird das hoffentlich sehr lustig. Let's Play läuft natürlich nebenbei. Sind vielleicht auch ein paar andere Formate in dem Spiel. Da habe ich schon so einige Ideen für. Wir werden sehen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und falls auch jemand sich fragt, warum ich kein Video zur Demo mache, es wird keins geben. Und ich habe die Demo auch nicht gespielt. Ja, aber du hast auch die Forza Motorsport 7 Demo gespielt. Ja, habe ich auch. Und ich habe auch die Forza Motorsport 6 Demo gespielt. Also die Demos von Forza Motorsport spiele ich grundsätzlich. Ja, habe ich kein Problem mit. Aber bei Horizon spiele ich es nicht. Wenn Horizon ist mir auch für mich das bessere Spiel, das spiele ich lieber, das spiele ich mehr. Da bin ich einfach der größere Fan von. Und ich meine, bei Motorsport ist es halt so, es sind halt größtenteils
die gleichen Strecken, sag ich jetzt mal. Und die sehen halt auch in Teilen, klar, die sehen, was ich in Forza Motorsport 7 besser aus als in Motorsport 6, aber es ist immer noch die gleiche Strecke. Das ist jetzt keine Weltoffenbarung mit einem 10-jährigen Unterschied von 10 Jahre Grafik oder so. Oder dass sie technisch komplett anders sind. Das ist natürlich nicht so. Ich meine, bei den Settings bei Horizon, Australien, England, ne, und sowas, jetzt noch mit Horizon 2, Italien, Frankreich oder Colorado, das hat der Unterschied immer schon sehr groß. Und ich finde auch, das Handling hat sich auch in den Teilen schon, in den Horizon-Teilen schon stärker verändert, finde ich, als bei Motorsport. Ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst beurteilen. Aber das, ich will mich halt nicht spoilern lassen, oder zumindest nicht vom Gefühl spoilern lassen. Ich hab Gameplay vom Spiel gesehen, auch die ganzen Livestreams vom Entwickler habe ich gesehen. Ich habe ein bisschen Gameplay von der Demo gesehen. Aber ich will es halt nicht spielen. Ich will mir das Feeling vorenthalten. Sagt man das so? Ich will es nicht vorwegnehmen. Das, wenn ich das Spiel das erste Mal dann spielen werde und ich natürlich auch die erste Folge alles aufnehmen werde, das ist einfach, dass es das erste Mal ist, dass ich dieses Spiel spiele. Dass ich es nicht zum ersten Mal sehe, das ist eigentlich logisch. Das war auch nicht mein Ziel. Das hätte ich auch sowieso nicht geschafft. Natürlich war eigentlich vor allem mein Plan, mir kein Gameplay anzugucken, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich sag's mal so einfach. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Es ist eigentlich immer so. Und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, mir zu Cyberpunk nichts anzugucken, aber naja. Ich habe mir das Gameplay mittlerweile viermal komplett angeguckt. Und es ist halt noch ein Riesenunterschied zwischen ein Video auf YouTube gucken und ein Spiel selber spielen, es selber erleben. Das ist eine ganz andere Stufe. Weil Spiele halt auch bei mir auf dem Fernseher zu Hause um ein Vielfaches besser aussehen als auf YouTube. Ich meine, das ist auch klar. Finde ich jetzt auch nicht so unglaublich schlimm, aber es ist halt ein ganz anderes Erlebnis, als sich ein Video anzugucken, während da jemand spielt, als wenn man selber gerade auf seinem geilen Fernseher spielt. Das ist nochmal was ganz anderes. Deswegen finde ich, Videos schauen ist so okay. Ich habe jetzt auch nur so ein bisschen was geschaut. Ich habe jetzt nicht hier geguckt, was ich... Es gibt auch schon Videos von YouTubern, die das Spiel schon komplett haben. Es ist ja mittlerweile fertig entwickelt. Ich habe schon das Spiel anfangen zu Let's Playen. Das gucke ich mir nicht an. Ich weiß noch nicht, welche Anfangssequenz es ist und sowas. Das weiß ich alles nicht, was da alles passiert. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Also ein bisschen Gameplay von der Demo habe ich mir angeguckt. Und nicht ein kleines bisschen. Ich weiß auch, welche Autos man erfahren kann in der Demo. Oder was da gefahren wurde, das weiß ich halt. Ich habe es ein bisschen gesehen. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Das mal zu Horizon 4. Hat auch mal Titanfall wirklich ein tolles, tolles Spiel. Ich frage mich, ob es endlich einen Nachfolger gegeben wird. Aber ich glaube, EA oder ist halt der Publisher, glaube ich. Die haben gesagt, sie möchten gerne einen dritten Teil machen. Aber wann und wie und was ist natürlich, soweit ich weiß, noch nicht bekannt. Aber ich würde mich freuen und ihn wahrscheinlich auch kaufen. Wenn sie auf Titanfall 2 aufbauen, das halt alles besser, cooler machen, mehr. Vielleicht noch ein paar neue Sachen, neue Modi, ich weiß es nicht. Was man alles so machen kann. Das ist schon mal auf jeden Fall ein großartiges Spiel. So, was ich ein bisschen schade finde, wirklich halt die Ladezeiten, die sind teilweise echt lang. Oder zumindest nicht die Ladezeiten, sondern wenn er ein Spiel sucht. Wenn du eine Lobby suchen willst. Wenn so Material suchen, das geht immer schnell. Der Modus wird immer gespielt. Aber aha, so eine Runde Piloten gegen Piloten, da sitzt man schon mal 15 Minuten da und sucht sich dann ein Spiel, um dann 10 Minuten eine Runde zu spielen. Ist nicht so ganz schön, aber das ist, glaube ich, auch in anderen Shootern so. Das ist, glaube ich, jetzt kein Problem von Titanfall, sondern das ist irgendwie so generell so. Gibt halt so ein paar Modi, die halt irgendwie immer gespielt werden. Wenn du so einen anderen Modus spielen willst, dann musst du halt immer so eine Zeit lang warten, bis man in der Lobby gefunden wird. Sonst, wenn du jetzt mal drin bist, wunderbar. Ich bin auch nie aus der Lobby rausgeflogen, während du spielst, glaube ich. Und nicht, dass ich gerade wüsste. Verbindung soweit, alles stabil. Trotz meiner Bambusleitung, alles super. Spaß ohne Ende. Und ich bin sogar gut. Was mich wirklich überrascht hat. So, ich habe jetzt lange genug gequatscht heute. Ich wollte einfach mal so ein bisschen labern. Du, da hatte ich irgendwie mal so Bock drauf. Mal so als letztes Video, das ich jetzt aufnehme vor Horizon 4. Ich wollte es ja auch an sich. Ups, naja, alles gut. Ich habe jetzt ja auch an sich so im September nicht viel mit YouTube gemacht. Ich habe Drag Races habe ich kein einziges aufgenommen, da ich auch gerade meine Forza-Pause mache. Falls jemand nicht weiß, was das ist. Circa einen Monat vor Release eines neuen Forza-Teils
spiele ich weder Forza noch irgendwelche anderen Forza-ähnlichen Rennspiele. Weil auch sowas wie The Crew spiele ich nicht mehr. Ich habe kein Bedürfnis danach oder weiß ich, keine Ahnung, sowas wie Need for Speed würde ich auch nicht mehr spielen, wenn ich es spielen würde. Für diesen einen Monat. Dadurch habe ich quasi meine Ruhepause von Forza, dann kann ich mich so ein bisschen wieder Spannung, ein bisschen Freude aufbauen. Und dann geht's wieder richtig los. Hoffentlich ab dem 27.09. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen von YouTube auch so distanziert für diesen Monat, wie letztes Jahr auch. Bin auch gerade, mein Ausbildung hat ja gerade vor 2 Wochen gestartet. Halt, ich arbeite viel, Arbeit ist anstrengend. Viel zum Zocken komme ich auch gar nicht. Außer jetzt natürlich am Wochenende, da habe ich ziemlich viel Zeit. Die ich aber auch für andere Sachen nutze. Also Videospiele ist gerade eher so im Hintergrund. Bei Drag Races habe ich keinen aufgenommen und ich habe jetzt 5 Folgen aufgenommen. Heute die Folge Titanfall und letztes Wochenende 4 Folgen Titanfall. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe die geschnitten, habe jetzt heute Mittag die letzten beiden hochgeladen, dabei, wo ich noch unterwegs war mit dem Auto. Es ist chillig. Bei Demon's Horizon 4 wird es wieder hoffentlich die volle Kanne geben. Ich mache so viele Videos, wie ich kann, wie ich schaffe. Bock werde ich wahrscheinlich immer haben, aber es nicht immer schaffen können. Weil so nach der Arbeit, so man ist kaputt, man will eigentlich nichts mehr machen, man will manchmal nur noch ins Bett vielleicht oder irgendwie nur ein paar Videos gucken oder einfach seine Ruhe haben, dann hat man nicht unbedingt immer noch Bock, eine Folge aufzunehmen. Man würde gerne sagen, ja, ich will spielen, ich will aufnehmen, aber so jetzt auch nur eine halbe Stunde zu reden oder so, da hat man jetzt nicht unbedingt viel Bock drauf. Aber dafür gibt es ja Wochenende und da habe ich eigentlich immer Bock. So wie jetzt eigentlich gerade. Redet hier ein bisschen entspannt, ihr seid hoffentlich entspannt und alles ist gut. Jetzt ist aber echt Schluss für heute. Ich kann ja noch in einem anderen Video mal genug reden. Ich kann ja vielleicht noch mal noch vor dem Release von Horizon 4 noch mal irgendwie ein Lava-Video machen. Aus allem Möglichen. Kann er dabei vielleicht ein bisschen Witcher spielen oder so. Mal gucken. Das wird hoffentlich ganz fabelhaft. Falls ihr das Video am Sonntag schaut, wünsche ich euch noch ein fantastisches Restwochenende und eine schöne letzte Woche, bevor dann Horizon 4 erscheint. Ich freue mich mega und ich hoffe, also Mediamarkt, ne, wenn ihr mir mein Spiel pünktlich zur Verfügung stellt und mir es überreichen könnt, da werde ich auch bei euch öfters bestellen. Wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Das werde ich mir auch bestellen. Assassin's Creed Odyssey werde ich mir auch holen, aber nicht zu Release. Weil das macht keinen Sinn. Das kommt nämlich eine Woche nach Horizon 4 raus. Und ja, was soll ich dann noch mit einem neuen Spiel, wenn ich gerade Horizon 4 habe? Richtig, gar nichts. Das wird im Regal stehen und das kann ich erst in ein paar Monaten spielen. Weil ich sonst keine Zeit dafür habe. Aber naja, mal gucken. Jetzt ist wirklich genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das Video jetzt am Montag schaut oder sich irgendwann noch eine schöne Woche euch, die hoffentlich erträglich wird. Ich hoffe, meine wird auch erträglich. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!